Hey mein Lieber, wenn es bei dir gerade im Online-Dating, auf diesen ganzen Online-Seiten, auf den Apps, Tinder, Badoo, Bumble und wie sie alle heißen, gerade überhaupt nicht läuft und du nur Fake-Matches kriegst von Frauen, die entweder gar nicht existieren oder nach einem Mal nicht mehr zurückschreiben oder das 2,5- bis 3,5-fache von deinem Gewicht aufweisen und du denkst, die will dich nicht daten, die will dich aufessen, wenn du die triffst. Wenn du dir da schon denkst, so holy shit, es müsste doch eigentlich mal irgendwie zumindest ein oder zwei Frauen geben, die sich mit mir treffen wollen, ich bin doch eigentlich gar nicht so verkehrt, dann kann ich dich beruhigen. Ich werde dir hier in dem Video eine Sache jetzt mitgeben. Wenn du die veränderst, dann kriegst du auch wirklich die Frauen, die du wirklich willst, wirklich heiß und interessant findest. Du musst es halt nur machen. Und ich sage dir auch was aus Erfahrung, ich habe das schon einigen Männern erzählt, vielen Männern. In der Regel ist es ein Ansatz, den sie einfach noch nie in ihrem Leben so bedacht haben. Weil es halt einfach ein kleines bisschen ungewöhnlich ist, aber es ist eben das, was tatsächlich funktioniert. Und ganz ehrlich, das, was ich dir jetzt hier mitgebe, das kommt auch nicht von ungefähr, sondern ich beschäftige mich seit 2008 damit, wie du als Mann bei den Frauen landest, die du willst. Und ich bringe das auch schon seit sehr vielen Jahren anderen Männern bei. Und ich bin auch sehr, sehr gut darin. Und ich habe ein großartiges Team von Experten mittlerweile um mich herum, die mir dabei helfen. Aber mal das nur am Rande, damit du einfach weißt, dass das, was du jetzt hier kriegst, wirklich Hand und Fuß hat und dass du es auch wirklich austesten solltest, weil es dich weiterbringen wird. Und hey, wenn dir das gefällt, dann mach auf jeden Fall mal unten hier die Glocke an, drück auf Abonnieren, verpasst du keins der Videos mehr. Und der ganze Kanal geht nur darum, wie du als Mann im Leben vorwärts kommst und bei den Frauen landest, die du willst. Also wenn das geil ist, dann ja, weißt du, wo der Button ist. Okay, worum geht's also? Es geht einfach darum, dass du, wenn du online unterwegs bist, auf Tinder, Badoo und so weiter, ne, dann ist es ja so, sind wir mal ganz ehrlich, dann ist es doch meistens deswegen so, weil du denkst, du hast keine Zeit oder vielleicht auch einfach nicht die Eier, irgendwo mal eine Frau anzusprechen. Ja, jetzt nicht als Angriff, sondern einfach ehrlich und von Mann zu Mann ist bei den meisten doch ehrlich so, wenn sie nicht gerade besoffen sind, können sie keine Frau ansprechen. Oder dass du dir halt einfach denkst, ja, das ist halt das Einfachste, ja, wenn du auf dem Klo sitzt und dann einfach nur wischen musst, ja, anstatt hinten halt vorne auf dem Handy und dann halt hoffentlich irgendwie bei den Frauen landest, die du willst. Das ist ja der Gedankenprozess der allermeisten Männer. Und was aber dabei passiert, ist eben, dass dabei einfach nur das eigene Selbstwertgefühl komplett zerstört wird und das eigene Selbstvertrauen im Bereich Dating und Frauen. Weil es ist halt so, dass wenn du nicht diesen typischen Dingen entsprichst, die die Gesellschaft eigentlich glaubt, worauf es basieren würde, dass du als Mann bei Frauen ankommen kannst, dann hast du dort einfach nur genau diese Erfahrung. Das haben die allermeisten Männer. Da kriegst du nicht die Frauen, die du willst, da kriegst du nicht die Matches, die du willst und da ist wirklich seltenstens, ja, jetzt ist das ein Wort, jetzt gibt's das, eine Frau dabei, die du auch wirklich interessant findest. Und worum geht's dabei einfach? Ich meine, mal ganz ehrlich, wenn du dich mal fragst, ja, falls du hier noch nicht auf dem Kanal schon länger unterwegs bist und diese Dinge, die ich hier mitgebe, auch schon probiert hast, sondern neu hier bist, dann wird ja das, was du denkst, warum du als Mann für Frauen interessant bist, doch in der Regel zusammenzufassen sein mit Aussehen, groß sein, vielleicht muskulös, ja, wobei groß sein, muskulös gehört ja wieder nur zu gutem Aussehen dann, reich sein und vielleicht noch famous. Ja, das ist ja das, was so ziemlich jeder Kerl denkt und das liegt einfach nur daran, dass du halt, wenn du irgendwelche reichen Fußballspieler siehst, die einfach aussehen wie keine Ahnung was, ne, oder deren Augen irgendwie meilenweit auseinander sind, jeder weiß, worüber ich rede, dann ist halt einfach nur, du siehst dann an dem seiner Seite irgendwie eine mega heiße Braut und denkst dir, was zum Geier, wie hat denn der das geschafft? Ne? Und dann denken die meisten Leute halt, ja, der ist halt berühmt, der hat halt Geld und der kann halt einen gewissen Standard bieten. Da ist was dran, zu einem gewissen Grad, aber meistens sind das ja auch irgendwelche Typen, die einfach im Leben voll Gas geben und voll durchbeißen und die nicht ohne Grund da sind, wo die sind. Das ist ja nicht unbedingt Talent, sondern Disziplin. Aber um jetzt nicht zu krass auszuufern, ist einfach nur das, was die meisten Leute denken. In der Realität ist es eben auch auf Tinder oder auf Badoo oder auf Bumble oder auf irgendwelchen Datingportalen genau das Gleiche. Da hast du ja wirklich nur deine Optik, ja, du kannst da auch in Kategorien noch angeben, wie groß du bist und dein Alter vielleicht noch und dein Geschlecht, ja, und dann hast du noch deinen Beschreibungstext. Wow, so, da kannst du nicht wahnsinnig viel transportieren und das Einzige, was da übrig bleibt, ist halt wirklich diese komplett oberflächliche Kacke, die dann die Frau bewerten kann. Und dann hast du natürlich eine Tendenz, dass wirklich ein Typ, der halt einfach dann irgendeinem Model entspricht und der wirklich irgendwie groß gebaut und alles Mögliche ist und jeden Tag 2-3 Stunden im Fitnessstudio abhängt, der kriegt dann tatsächlich auch einfach diese Matches eher, weil alles andere, ob der eine scheiß Persönlichkeit hat oder ob der wirklich was zu bieten hat, das kann die Frau ja nicht wirklich rausfinden. Und auch beim Schreiben, ganz ehrlich, es gibt so viel mehr Männer auf diesen Portalen und auf diesen Plattformen als Frauen, die wollen gar nicht mit allen schreiben, weil da suchen sie sich lieber von vornherein die raus, die sie anständig gefiltert haben, ne? Anständig im Sinne von oberflächlich, und dann wird halt einfach geguckt und gehofft, dass das kein Depp ist. Ist aber in der Regel dann doch so. Anyways, was du aber beachten musst oder was du verändern musst, oder solltest, wenn du wirklich die Frauen kriegen willst, die du haben möchtest, ist einfach nur, bedenke es mal so. Ich kann dir sagen, in den letzten über ein Jahrzehnt, also ich mache das seit 14 Jahren, also 2008 habe ich angefangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen und 2010 habe ich angefangen, Männern das Ganze beizubringen, weil mich dann immer mehr Leute gefragt haben, warum läuft es denn auf einmal bei dir? Seit diesem Zeitpunkt habe ich wirklich rausgefunden, dass wenn du auf eine Frau zugehst, im echten Leben, so, lass mal nur den Gedanken sacken, wenn du noch nie drüber nachgedacht hast, das so zu machen,
wenn du auf eine Frau da einfach zugehst, die du überhaupt nicht kennst. So, du musst nicht in deinem Freundeskreis abgrasen, du musst nicht irgendwie auf Partys irgendwelche Mädels ansprechen, die irgendeinen Kumpel anschleppt oder so. Das funktioniert zwar auch mit dem, was ich dir jetzt hier sage, aber wenn du einfach nur eine Frau siehst, die dir gefällt und du einfach hingehst, dass wenn du dann gut kommunizieren kannst, wenn du gut auftreten kannst, wenn dein Augenkontakt einfach nicht total für die Tonne ist, ja, wenn du nicht irgendwie so unsicher irgendwo in der Gegend rumguckst, wenn deine Stimme einfach entspannt und locker ist und man dir richtig anmerkt, ey, du bist gerade einfach, du bist cool, ja, du bist jetzt nicht irgendwie ungewohnt, dass du mit einer schönen Frau interagierst, das kommt in deinem Leben auch schon mal vor und wenn ja, dann haust du nicht gleich irgendwie die Socken weg, sondern du bist einfach normal. Und wenn die einfach merkt, du bist nicht irgendwie so schüchtern und komisch und weird und schräg irgendwie ihr gegenüber, weil du nicht weißt, wie du dich verhalten sollst, wenn du mit einer schönen Frau redest und die kennenlernen willst, dass du unlocker bist, sondern wenn die einfach nur merkt, du bist entspannt, ja, und du bist selbstbewusst und du kommunizierst cool. Was dann passiert ist, dass du viel attraktiver bist, unabhängig davon, ob du jetzt extrem gut aussiehst oder nicht. Weil du hast eben einfach deine ganze Persönlichkeit, du hast deine ganze Kommunikation, du hast dein ganzes Auftreten, den ganzen Vibe. Ja, ich meine, du musst da nur mal nachdenken. Wenn ich jetzt zu dir sage, geh zu einer Frau hin und sprich die an und mach es einfach. Ja. Oder ich sage zu dir, geh zu einer Frau hin und sprich die an und mach es einfach. Du merkst ja den Unterschied schon vom Vibe, von der Tonalität, von der Art, wie ich auftrete, von der Energie, die dahinter ist. Und das ist, was ich eben meine. Ja, das, was du gerade gespürt hast, spürt die Frau halt auch. Und das Interessante dabei ist, alles, was du in deiner Kommunikation einbaust, was dich einfach entsprechend wirken lässt, dass sie merkt, du hast ein Selbstvertrauen, du trittst locker auf, du stehst einfach fest da, du hast einfach alles im Griff. Wenn du so diesen Eindruck vermittelst, wenn das rüberkommt, dann bist du attraktiv. Weil das normalerweise nur Männer machen, bei denen es läuft. Ja, die mit sich selber im Reinen sind, die im Leben gut dastehen und die einfach cool mit sich selber sind. Ich meine damit eben nicht, ob du jetzt eine dicke Karre oder eine fette Uhr hast oder sonst irgendwas. Klar, gibt manche Frauen, die schauen wirklich nur auf das. Das wollen wir nicht abstreiten, aber ist ja egal. Sind ja nicht alle. Ja, das ist ein kleiner Prozentsatz. Genauso wie nicht jeder Mann gleich ist, bei den Frauen auch. Und wenn du das einfach drauf hast, wenn du einfach verstanden hast, wie du richtig kommunizierst, wie du es richtig angehst, wie du einfach richtig auftrittst, was passiert? Du kannst dann tatsächlich einfach in jeder verdammten Situation in deinem Alltag, im Supermarkt, im H&M, unterwegs, wenn du irgendwelche Schuhe kaufst, irgendwie wenn du gerade deine Brötchen oder deinen Kaffee holst an der Ampel, wenn du mit dem Fahrrad unterwegs bist, selbst irgendwie in der S-Bahn, kannst du einfach auf Frauen zugehen und die ansprechen. Und die meisten Männer, die probieren das nur einfach nicht, weil sie einfach denken so, was soll denn das bringen? Ja, also das macht man doch nicht, das funktioniert doch nicht. Und wenn du aber halt einfach nur ein normaler Typ bist und du auf eine Frau zugehst und die ansprichst, was passiert? Die findet es gut. Ja? Und dann hast du auch tatsächlich gute Karten. Und ich kann dir sagen, ich habe schon tausenden Männern dabei geholfen, mit diesen Dingen, also mit Kommunikation, der richtigen Denkweise, der richtigen Herangehensweise und dem richtigen Auftreten, einfach bei den Frauen zu landen, die die wollen. Und wenn du mal überlegst, wie vielen Frauen du im Alltag begegnest, so, es ist insane, wie viele Gelegenheiten du einfach tagtäglich hast. Wenn du einfach mal nur hingehst und es halt nicht versuchst, über irgendeine schwachsinnige App zu machen, wo du halt dann tatsächlich nur an totalen Oberflächlichkeiten gemessen wirst und halt ja, in der Regel einfach keine Chance hast, wenn du nicht wirklich genau dem entsprichst, was halt normalerweise so dieser typische Mythos ist, was Frauen sagen. Ne? Und jetzt kann ich dir halt sagen, es ist auch so, dass wenn du nicht weißt, wie du auftreten sollst, was du sagen sollst, wie du es machen sollst. Zum einen, ich habe dir vorhin schon vorgeschlagen, abonniere den Kanal. Ja, hier findest du auf jeden Fall sehr, sehr viele Videos, wo ich genau erkläre, wie das funktioniert. Aber wenn du sagst, hey, ich habe keinen Bock, den ganzen Kanal anzugucken, ich möchte eigentlich so schnell wie möglich dahin kommen und am besten schon irgendwie in 2 Wochen auf einem Date mit einer coolen Frau sein, die mir gefällt, dann kann ich dir anbieten, schau mal hier oben vorbei, auf diesem i, was wir hier einblenden, oder da ist es. Da findest du eine Seite mit einem Video, was ich für dich aufgenommen habe. Schau dir mal das Video an, da erfährst du mehr, da siehst du Männer, die darüber sprechen, was bei denen passiert ist, als sie mit mir gemeinsam das durchgezogen haben, was du dort findest. Und es ist absolut irre. Ja, da sind manche dabei, die sind einfach in 8 Wochen, haben sich komplett um 180 Grad gedreht, haben davor nicht mit Frauen reden können, waren nicht selbstbewusst, waren nicht locker und sind halt jetzt einfach voll am Start. Jedes Mal, wenn die rausgehen, kriegen die irgendwie ein Mädel ab, wissen ganz genau, wie es läuft. Und ja, wenn das für dich interessant ist, dann guck mal hier oben dran vorbei. Und abgesehen davon hoffe ich einfach nur, du hast aus dem Video mitgenommen, dass es wirklich überhaupt keinen Sinn macht, dass du versuchst, wenn du nicht dem absoluten Ideal entsprichst, auf diesen Apps abzuhängen und dort irgendwie Frauen abzugreifen, weil du wirst einfach nur dein Selbstvertrauen unterwandern und kaputt machen, weil du dann einfach irgendwann glaubst, dass du halt tatsächlich irgendwie bei den Frauen, die du wirklich interessant findest, halt nicht landest. Ne? Während du im echten Leben diese Frauen ganz entspannt einfach haben kannst. Und es ist wirklich nicht mal schwierig, es ist einfach nur eine Sache von, kannst du es oder kannst du es nicht? Und man kann das lernen. Ne? Und wie gesagt, wenn du es lernen willst, da oben. Und ansonsten hoffe ich, dir hat das Video gefallen. Lass mir gerne einen Daumen nach oben da oder nach unten, wenn es dir nicht gefallen hat. Und einen Kommentar, was du darüber denkst. Ob du es schon mal probiert hast, ob es dich weiterbringt und was du vor allem mit diesem Wissen jetzt anstellen wirst. Okay, viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Everything changes.